Immer mehr Christen bleiben zu Hause und schauen sich da die Predigt an. Viele werden gemütlich und gehen gar nicht mehr aus dem Haus. Aber das führt zu großen Problemen und wir kriegen es gar nicht mit. Was geht? Corey hier. Hört ihr das Bohren? Die bohren gerade. Und nicht nur die. Wir haben eine Baustelle auf der Seite, eine Baustelle auf der Seite. Also falls ihr irgendwelche Störgeräusche hört, dann don't blame it on me. Eine Kirche ist meistens ein sehr schönes Gebäude, hat Gemälde und schöne Fenster und wie auch immer. Nein, davon spreche ich heute nicht. Und zwar spreche ich von der Kirche, die in Apostelgeschichte vorgestellt wird. In Apostelgeschichte Kapitel 2, 37 bis 42 heißt es: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Wir lesen dort von der ersten Kirche oder die erste Gemeinde und wir sehen hier vier Dinge, die passieren. Erstens, sie blieben beständig in der Lehre. Wir glauben heute, 15 Minuten Predigt, der sollte mal zum Ende kommen. Aber die Apostel damals haben ganz anders gedacht. Die haben gedacht, wir haben gar nicht genug Zeit, um das Wort zu lesen und zu studieren. Sie wollten ständig im Wort bleiben. Nummer zwei, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Wir lesen im Vers 44, dass sie alles gemeinsam getan haben oder sie haben alles verkauft, damit niemand irgendwie mit leeren Händen dastand. Sie waren nicht nur sonntags während des Gottesdienstes 1,5 Stunden zusammen, nein, die waren durchgehend zusammen als eine Gemeinschaft und haben unterschiedlichste Dinge getan. Drittens, sie blieben beständig im Brotbrechen. Sie feierten das Abendmahl, so wie Jesus es verkündet hatte, um an seinen Tod zu gedenken. Sie kamen auch so zusammen, um zusammen zu essen. Und viertens, sie blieben beständig im Gebet. Sie beteten ständig, also damals wahrscheinlich noch, weil sie so viel verfolgt wurden, aber auch, weil Gebet denen Hoffnung und Kraft und Mut und eine Vision gegeben hat. Und wie gesagt, nicht nur Sonntag oder an einem Tag, sondern beständig, durchgehend, regelmäßig waren sie im Gebet. Das war eine Gemeinde, eine Kirche, zu der wir aufsehen können. Ich sage euch jetzt, wie wichtig es ist, in die Kirche zu gehen, aber ich selber bin zurzeit ein bisschen träge geworden und sitze lieber zu Hause und schaue mir die Predigt vor dem Bildschirm an, als mich auf den Weg zu machen. Und daran muss ich arbeiten, weil ich weiß, wie wichtig es ist, in wirklicher Gemeinschaft zu leben. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich schaue doch Sonntag die Predigt an, dann hast du mir erstens nicht zugehört und zweitens, lass mich das so erklären. Wir als Kirche sind das Leib Christi. 1. Korinther 12, Vers 27 sagt, ihr alle seid der eine Leib von Christi und jeder einzelne von euch gehört als Teil dazu. Oder Römer 12, Vers 5. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Epheser 5,30, denn wir sind Glieder seines Leibes. Was heißt das alles? Jeder hat andere Aufgaben und Gaben. Der eine ist ein Lehrer und kann den anderen das Wort weitergeben und ihnen wirklich erklären, was etwas bedeutet. Der andere hat viel Weisheit und kann in vielen Situationen Tipps geben und Lebensweisheiten geben, damit wir im Alltag gut über die Runden kommen. Oder der andere ist ziemlich stark im Gebet und er kann dir helfen, im Gebet Kraft zu tanken, dich zu erbauen und so weiter. Ich habe schon mal ein Video über diese Gaben gemacht. Der Link ist unten in der Beschreibung. Schaut es euch an, kann euch auf jeden Fall weiterhelfen. Und du kannst auch nicht sagen, ja, okay, hört sich gut an, aber das und das und das, das brauche ich alles nicht, weil Gebet und bla bla bla, da bin ich richtig gut drin. Aber auch dazu gibt es einen Vers, und zwar im 1. Korinther 12, Vers 21. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, dich brauche ich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir gehören zusammen als eine Gemeinschaft. Wir können nicht ohne den anderen. Du hast vielleicht ein Problem mit deinem Glauben. Ja, vielleicht fehlt dir jemand, der dich gut erbauen kann. Du hast ein Problem mit Sorgen? Vielleicht fehlt dir jemand, mit dem du beten kannst und diese Sorgen wirklich am Kreuz ablegen kannst. Fehlt es dir an Bibelwissen oder du verstehst eine Stelle nicht? Dann fehlt dir der Kontakt zu jemandem, der dir das wirklich beibringen kann. Da bringt es nichts, jeden Sonntag eine Predigt anzuschauen. Und manchmal haben wir das Gefühl, nee,
Mir geht's voll gut, so mir fehlt's an nichts, alles ist perfekt. Aber ich glaube eher, dass wir uns dann in einem passiven Stadium befinden und uns gar nicht mehr klar ist, wie lau, wie passiv wir eigentlich sind, weil wir niemanden um uns herum haben, der sieht einfach, hey, du hast in letzter Zeit das und das und das vielleicht nicht mehr gemacht oder hey, wie wär's, wenn wir das und das in nächster Zeit machen? Das hast du nicht, wenn du passiv auf deiner Couch die Predigt anschaust. Weil es heißt doch, wir sollen uns gegenseitig ermahnen und ermutigen. Aber das kann mit dir ja nicht passieren, wenn du niemanden um dich herum hast, der dich ermahnen und ermutigen kann. Aber ich meine hier auch nicht, dass du nur Sonntag in den Gottesdienst gehen sollst und dann hast du das alles. Nein, auch das wäre viel zu wenig. Was lesen wir hier? Was haben die Apostel gemacht? Sie sind regelmäßig zusammengekommen. Das war ihre Priorität. Alles andere ist schön und gut, damit wir uns gegenseitig aufbauen können, damit wir weiter rausgehen können und die Leute für Jesus gewinnen können und so letztendlich deren Leben retten können. Das schaffen wir nicht, wenn wir passiv sind. Fußball spielen, ins Kino gehen, Bungee Jumping, keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, aber all das ist zweitrangig. Zuerst ist die Gemeinschaft. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns regelmäßig treffen, auch unter der Woche, nicht nur am Sonntag. Wenn man in einer kleinen Gemeinde ist, dann kann man sich als ganze Gemeinde treffen. Aber natürlich, wenn die Gemeinde größer wird, dann muss man sich eine Gruppe suchen. Und ich sage muss, weil das essentiell ist. Klar musst du es nicht, um gerettet zu werden und wie auch immer, aber ich möchte die Dringlichkeit einfach damit aussagen, dass es so wichtig ist, sich dann eine Gruppe zu suchen. Ein Hauskreis, Kleingruppe, Small Group, wie auch immer du es nennen möchtest. Eine Gruppe, mit der du regelmäßig zusammenkommst, um genau diese Dinge zu machen. Das Wort zu studieren, sich gegenseitig im Gebet zu ermutigen, Sorgen zu teilen, Probleme teilen, damit man gegenseitig miteinander, füreinander zusammenarbeiten kann. So eine Art Zusammenkunft habe ich auch gestartet auf Discord, wo wir über 100 Christen sind, die regelmäßig zusammenkommen, die Gebetsanliegen teilen, die Bibelstunden halten, die diskutieren über unterschiedliche Bibelthemen, aber auch einfach abhängen und Spiele spielen. Falls du interessiert bist, Link ist in der Beschreibung, du bist herzlich willkommen. Man trifft sich dann, um die Bibel zu lesen, zu beten, um Gott anzubeten und so weiter und so fort. Eine Gruppe, mit der ihr wachsen könnt, ihr helfen könnt, dass andere Leute wachsen, ihr Gott dienen könnt, so wie Jesus es von uns verlangt hat. Oder wie wir es in der Apostelgeschichte lesen. Aber in dieser Gruppe geht es nicht nur um die frommen Dinge, Bibel lesen, Lobpreis und so weiter, sondern auch euer Alltag sollte in einer christlichen Gemeinschaft stattfinden. Mir ist es super wichtig zu sagen, diese christliche Gemeinschaft. Ich werde sicherlich nochmal ein Video darüber machen, ob es gut ist, nicht christliche Freunde zu haben, was der Vor- und Nachteil ist, wie auch immer. Aber mir ist es wichtig, dass eure Priorität es ist, christliche Gemeinschaft zu haben. Zum Schluss noch ein Vers der Ermutigung. Hebräer 10, 23 bis 25. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und genau damit möchte ich euch ermutigen, wieder rauszugehen oder Leute einzuladen und die wirkliche, gute Gemeinschaft zu haben, die wir brauchen. Aber das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Kommentiert doch eure Erfahrung mit zu Hause bleiben und in die Gemeinde gehen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.